Ja, und da sind wir auch schon wieder. Und wir werden angegriffen. Und diesmal werden wir hoffentlich überleben können. Ich hoffe es sehr stark. Ich werde mein Möglichstes tun. Allerdings kann ich nichts versprechen, denn ich weiß nicht, wo der andere Typ hin ist. Da. Da ist er. Okay. Da kommt er. Okay. Wir werden uns... Na, das war eine schlechte Idee. Nein, das schaffst du nicht. Komm, hör doch auf. So, bam. Kleines Rohr aufnehmen. Nein, ich behalte das Brecheisen. Einige mögen es vielleicht schon festgestellt haben. Ich klinge ein bisschen anders als sonst. Ich bin etwas verkatert. Was daran liegt, dass ich gestern meine Entlassungsfeier hatte. Jetzt bin ich wieder hier, wie schön. Ganz fantastisch. Oh, ich habe eine Waffe. Wunderschön. Ja, und jetzt versuche ich mich hier an einem schweren Condemned, das schon etwas länger her ist. Also meine letzte Session ist schon eine ganze Weile her. Und ja, mal sehen, wie das so wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, denn gerade habe ich so überhaupt keinen Plan. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den jemals hatte. Also, okay, hier kann ich nicht durch. Deluxe. Das wirkt doch fast wie eine Art Werkstatt. Das wirkt wie eine Art... Ja... Ich würde sagen, eine Lichtanlage. Und hier ist ein Bohrer. Und was das ist, weiß ich nicht. Ich würde es gerne wissen, aber ja. Rohrleitung. Nö. Ich möchte keine Rohrleitung aufnehmen. Erste-Hilfe-Kasten ist aber immer gern gesehen, denn so gesund bin ich ja nicht mehr. Ich habe auch überhaupt nicht auf dem Schirm, was ich beim letzten Mal gemacht habe, was ich erzählt habe. Das ist ein bisschen doof. Ich sollte mir angewöhnen, meine alten Videos mir vorher, bevor ich wieder aufnehme, anzugucken. User's Guide Technical Information. Okay, das brauchen wir nicht, glaube ich. Ich gehe mal hier hoch. Oder will ich da überhaupt hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube nicht. Ich gucke erstmal hier. Vielleicht kann ich hier noch was finden. Mist. Ach ja, und was, mir auch schon einige gesagt haben, was sicherlich geholfen hat, dass ich häufiger mal versagt habe bei meinen Versuchen. Ja, tut mir leid, mir geht die Stimme gleich flöten. Dass ich den Taser wenig benutze. Den hier. Was heißt wenig? Ich benutze ihn fast gar nicht. Das liegt unter anderem daran, dass ich so gut wie gar nicht die, nicht die, sondern das Mausrad benutze. Ich hasse das Mausrad. Oh, es wird bedrohlich hier. Warum? Warum diese bedrohliche Musik? Kleines Rohr. Meine Fresse. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, weil... Ach ja, genau. Mein Taser. Ich benutze den Taser kaum. Weil ich so selten die... Da die... Oh, ich will mal die sagen. Was ist denn los mit mir? Das Mausrad benutze. Hallo? Niemand hier. Gut, das finde ich schön. Das finde ich sehr in Ordnung. Aber ich möchte versuchen, das in Zukunft zu ändern. Das heißt, häufiger mal das Mausrad benutzen. Vielleicht gleich sogar beim ersten Gegner, auf den wir treffen. Wenn wir denn auf einen treffen. Werden wir wohl irgendwie... Oder doch nicht? What? This is Thomas. It's Van Horn. Listen and be quiet. I don't have long. The police are now searching, or more properly destroying your apartment. You seem to have no faith in your innocence. But I am innocent. I know that. You must prove that. One more thing. You have a special talent, a gift that very few of us have. We haven't time to discuss this fully, but trust your instincts. Rely on them. I must go now. Remain.
Operation Alert. Ja, Van Horn, der uns gerade erzählt hat, dass wir eine besondere Fähigkeit haben und dass die Polizei nicht so recht an unsere Unschuld glauben will und gerade unsere Wohnung auseinander nimmt. Nicht sehr schön. Er glaubt uns allerdings, dass wir unschuldig sind. Mal sehen, ob das stimmt. Also, dass er uns glaubt, dass wir unschuldig sind, wissen wir ja. So, bitteschön. Danke. Ah, hallo Schatz. Hör auf, die Scheibe zu knutschen und komm her. Na los. Komm durch die Tür, komm. Dann nicht. Ah, versteckst du dich hinter der Tür? Ja, nee, dann warte ich. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Dass ich mich da in deine dumme Falle begebe. Ich bin doch nicht bekloppt. Na, steht er da? Oder? Kann ich nicht sehen. Blöd. Nun ja. Objekt verschieben. Na, was haben wir hier? Brecheisen? Nö, das will ich ja gar nicht. Wo ist der Typ? Der kommt bestimmt gleich um die Ecke geschossen, wenn ich da langlaufe. Ich sehe ihn schon kommen. Ist der? Der steht da. Jetzt stirb doch mal! Wie? Schon ne. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee. Nee, dann hole ich mir doch das Brecheisen. Hätte mal gucken sollen, wie viel da drin ist. So, Brecheisen, Liebes. Knapp 11, 12 Minuten nach 5. Da ist die Uhr anscheinend stehen geblieben. So sei es denn. News! Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einer der Entwickler ist oder so. Vielleicht weiß ja jemand, der das hier gerade sieht, wer oder was das ist. Auf dieser wunderschönen Zeitschrift. Ich klinge echt nicht so gesund, oder? Kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Na. Oh, da geht's noch. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder wie? Das kann nicht wahr sein. Schalala, also doch die Treppe hoch. Ne? Hat nicht so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ist ja auch egal. Ach ja, ich sollte vielleicht nochmal wieder speichern. Wie ging das nochmal? Ah ja. Okay. F5. Na toll. Das hätte ich mir auch sparen können. Ja, Vorschlaghammer habe ich nicht. Da kann ich nicht mit dienen, es tut mir leid. Wir mit verschieben. Was gibt's denn hier? Nichts. Oder doch? Nö. Nur eine Ratte oder was? Ja, super. Was hat mir das jetzt gebracht? Irgendwie nix, oder? Nö. Blöd. Nein. Braten nicht. Was? Ich kann den Fernseher nicht zerstören. Was war das? Objekt verschieben. Hey! Wie viel haben wir? 2. Lohnt sich nicht. Weg damit. Warum versteckt jemand eine Knarre unterm Sofa? So ein bisschen leichtsinnig, oder? Ich weiß es nicht. Kann mich auch irren. Ich habe noch nie eine Knarre besessen, also von daher. So. Warum kann ich hier nicht durch? Muss ich erst nach unten laufen? Dem traue ich nicht, dem Raden. Hier noch etwas. Eine Mikrowelle. Schon wieder der Typ. Hier, er ist schon wieder da. So.
Wir sind bei bester Gesundheit anscheinend, deswegen mal einfach hier bleiben. Nicht hier bleiben, sondern weiterlaufen. Uns bei Gelegenheit die Stelle merken. Und dann zurückkehren, wenn wir fast oder ganz gänzlich am Verrecken sind. Hallo? De Angelos. Okay, was ist denn hier? De Angelos scheint nicht so ganz... Warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas passieren wird? Ich meine, ich habe das Spiel schon gespielt, aber ich bin mir... Es ist lange her, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was... Ah ja, da ist jemand. Oh. Oh! Meine Fräse! Zwei Schüsse. Alter. Okay, gut, den haben wir überwunden. Da haben wir eine Rohrleitung und eine Brechstange. Okay, können wir hier irgendetwas tun? Anscheinend nicht. Das ist mal schlecht, wenn der Typ gerade nachguckt, wie viele Patronen ich noch habe, beziehungsweise Hülsen. Nee, doch, Patronen. Und in dieser Zeit sich einer... Hallo. Wie, der hat eine... Arschloch. Ja. Das hast du verdient. So, habe ich... Nee, der hat da auch nichts mehr. Dann nehme ich doch die Schrotflinte. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Wumm. Ich habe schon wieder nicht Dings benutzt. Ah, ihr seht das schon. Ihr seht das schon kommen. Es wird wieder sehr viele Tode geben, die aufgrund meiner Unfähigkeit herrühren, den Taser zu benutzen. Also ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann ihn schon benutzen, aber ich benutze ihn nie. Ich vergesse das ständig. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die das gleiche Problem haben. Die es zwar wissen und auch in der Theorie, in der Theorie durchaus... Was war das? Hinkriegen? Aber dann in der Praxis irgendwie immer vergessen oder verplanen? Ja. Oh, Vorschlaghammer. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oh, okay. Okay, jetzt wird mir einiges klar. Es gibt hier sogar mehrere Vorschlaghämmer. So, uns geht's jetzt auch wieder gut. Alles ist Knorke. Und hier ist ein Metallstück. Wunderbar. Ich sollte, wo es mir gerade auffällt, das ist mir beim ersten Durchspielen nicht aufgefallen. Natürlich nicht, weil der Metzger, der sieht ja nichts. Die Augen. Darauf sollte ich achten. Und ihr auch, wenn ihr das Spiel spielt. Dahinter verbergen sich dann anscheinend meistens diese Metallstückchen. Und wer weiß, was das bringt, irgendwann alle zu sammeln. Ich weiß es nicht. Ich glaube, damit werden Boni freigeschaltet. Und so. Oh, jetzt versuche ich es mal mit dem Laser. Taser. Hallo? Wo bist du? Autsch! Okay. Und... Bam! Au, okay. Okay, einer ist weg, tot. Ich bin gleich allerdings auch tot. Ist nicht so schön. Ich hol mal ein Moniereisen so für die Zeit. Denn da steht ja auch noch einer. Nicht? Wo steht denn der? Ach, da ist er. Ja, komm her. Bam! Au! Blöde Kuh. Gott hat. So. Bam! Weißt du Bescheid? Ja, das hat ja ganz fantastisch funktioniert. Nicht? Wo war denn der letzte... Erste-Hilfe-Kasten, genau. Bam. Ach, war schon auf. Okay.
Oh, oh, oh. Das kann ja was werden.